ließe es sich schon ganz schön nobel wohnen. Aber nix für die Brieftasche von mir. Leider, leider. Aber zum Besichtigen reicht's allemal. Das Ganze ist das Schloss Veitshöchheim und gelegen ist es in der Nähe von Würzburg. Und dort bin ich aktuell unterwegs. Und im Hofgarten des Schlosses, da blüht es ganz schön bunt. Na, da schaukst aber. Ein Wildschweindl mit einem Jagerhut. Sowas gibt's halt nur in Bayern. Leider sind die schönen Statuen im Garten rund um das Schloss schon ziemlich verwittert. Aufgespült wird zum Tanz. Und hier gesellt sich noch ein lautes spielender Musikus dazu. Sphinx von hinten, Sphinx von vorne. Bewacht von zwei steinernen Löwen, das Schloss Veitshöchheim. Rund um das Schloss sind wunderschön restaurierte Putti auf den Balustraden aufgestellt. Und Schloss Veitshöchheim verfügt über einen der schönsten Rokoko-Gärten überhaupt, den es auf der ganzen Welt gibt. Und den wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Im großen See des Hofgartens findet sich in der Mitte der Parnassbrunnen. Parnass ist die Bezeichnung für das sich aufbäumende Pferd. Und rund um den See sind wieder viele verspielte Statuen aufgestellt. Und auch für Wasserspiele hatten die Planer dieses Hofgartens etwas über. Im ovalen Heckenkabinett sprudelt Wasser aus dem Maul eines Ziegenbockes. Im runden Heckenkabinett sprudelt das Wasser aus einem Löwenmaul. Ja, man kann nur sagen, Statuen, wohin das Auge reicht. Ein bisschen merkwürdige Musikinstrumente sind hier im großen Rondell zu finden. Das wird doch nicht Haji Halef Omar hier im Hofgarten? Im sogenannten Fabel-Kabinett werden, na was wohl, natürlich Fabeln durch Plastiken dargestellt. Was sich hier lautmäßig so laut vorgestellt hat, ist der Dom St. Kilian in Würzburg. Unter der Kanzel des Doms sind, wie in so vielen Kirchen, die vier Evangelisten verewigt. Die Seitenaltäre des Kilian-Domes sind womöglich noch prunkvoller als der Hochaltar der Kirche. Kilian
Ordensdom hat auch einen sehr schönen Kreuzgang. Der Neumünster mit nur einem Turm gleich neben dem Kiliansdom ist über dem Grabmal des heiligen Kilian errichtet und geht auf die Romanik zurück. Die Fassade ist allerdings schon schwer barock. Und neben dem Hauptportal links und rechts haben wir den doppelten Johannes sozusagen. Und auch innen ist der Neumünster eine reine Barockkirche. Bis auf diese drei Herren. Die sind mal ganz eindeutig aus der romanischen Bauphase. Nun ja, ein Arbeiter und das heißt, wir sind auf dem Marktplatz. Völlig logischer Schluss, oder? Eines der wohl bekanntesten Häuser in Würzburg ist das Falkenhaus am Marktplatz. Tja, diese Riesenkirche heißt nur Kapelle, allerdings Marienkapelle. Und ist eindeutig gotischen Ursprungs. Wie sich's für eine Marienkirche gehört, ist das Altarbild natürlich der Mutter Gottes gewidmet. Nur von außen, aber dafür mächtig hoch ist der Turm der Neubaukirche. Und diese Neubaukirche gehört ja schon fast logischerweise zur alten Universität. Ja, und ein kleiner Spaziergang im Ringpark nach einer erfrischenden Regenpause wird mit diesem Blick belohnt. Ebenfalls im Ringpark finden wir den Lindahlbrunnen. Und der Herr auf dem Medaillon ist wohl Herr Lindahl. Dieser stürmische Held bekrönt quasi den Haupteingang der neuen Universität von Würzburg. Tja, diese Löcher hinter mir, das sind Schießscharten, wenn ich mich nicht sehr irre. Und das heißt, ich befinde mich auf einer Festung. Genauer gesagt auf der Festung Marienberg über Würzburg. Und da geht's nicht nur mit Fahrrädern raus, sondern auch für den kleinen Stadtstreicher zu Fuß hinein. Durch diese hohle Gasse musst du kommen. Nein, das passt natürlich hier nicht zur Festung Marienberg, das war der Herr Wilhelm Tell. Na dann mal rein in die gute Stube. Schaut nach einem Erzengel aus, was da oben thront. Na, dann mache ich mal so einen 360-Grad-Panoramaschwenk durch diesen Burghof. Sieht ganz schön imposant aus, was da als Verteidigungsanlage hingebaut wurde. We'll be right back.
hier haben wir die Burgkapelle. In diesem Brunnenhaus verbirgt sich ein 120 Meter tiefer Brunnen. Da konnte man dann das Wasser hochziehen. Und aus dem schönen Brunnenhaus kommt frisch gebadet eine junge Dame raus. Und auf einer ehemaligen Kanonenbastei ließen irgendwann mal die Würzburger Fürsterzbischöfe einen Fürstengarten errichten. Und vom Festungsberg aus hat man wunderbare Blicke über Würzburg.